Ups. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin richtig im Sommermodus. Draußen scheint die Sonne wie verrückt. Es ist jetzt dunkel. Wir haben es jetzt 21.17 Uhr. Ich gehe auch gleich mal einkaufen, denn ich will heute grillen. Das erste Mal in diesem Jahr. Ja, ich musste die Jalousien sogar zuziehen, denn ich war total überbelichtet und ich arbeite hier mit natürlichem Licht. Ich habe keine Softboxen, aber die werde ich mir demnächst mal anschaffen. Ja, ich war auf TikTok unterwegs und habe einen Fall entdeckt, der es wirklich in sich hat. Der ist auch ziemlich aktuell. Und an dieser Stelle eine kleine Inhaltswarnung. Falls du dich getriggert fühlen solltest von psychischen Erkrankungen, Suizid oder Kindern, die in solchen Fällen vorkommen, würde ich dich bitten, dieses Video an dieser Stelle auszuschalten oder weiterzuschauen mit einer weiteren Person. Ja, ich würde sagen, macht's euch gemütlich, holt euch was Leckeres zum Snacken und was zu trinken und wir starten direkt. Ja, kleiner Szenenwechsel, es ist jetzt dunkel. Wir haben es jetzt 21.17 Uhr. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wie gesagt, ich arbeite mit natürlichem Licht. Dieses ist jetzt nicht vorhanden. Naja. Also ich würde sagen, wir starten jetzt endlich. Heute geht es um die Familie Clancy und was genau mit der Mutter Lindsay Clancy passiert ist und ihren drei Kindern Cora, Dawson und Kellen. Lindsay Clancy ist eine junge Mutter. Sie ist 32 Jahre alt und lebt mit ihrem Ehemann Patrick Clancy in Connecticut. Beide haben drei Kinder, einmal Cora, die 5 Jahre alt ist, Dawson, der 3 Jahre alt ist, und den kleinen Kellen, den sie letzten Mai bekommen hat. Es schien, als wäre die Familie Clancy die Familie von nebenan. Sehr nett, sehr sympathisch, vor allem Lindsay wird im Bekanntenkreis als sehr fürsorgliche Mutter beschrieben, sprich sie hat sich sehr um die Kinder bemüht, dass es ihnen jederzeit gut geht und ja, als kleines Beispiel, letzten September wurde die kleine Cora zum ersten Mal eingeschult in die Vorschule und Dawson ging zum Kindergarten. Ich blende mal hier ein Foto aus Facebook ein. Da postete sie nämlich ein Foto von ihren zwei Kindern, ganz stolz mit den neuen Rucksäcken. Eine ehemalige Freundin von Lindsay, Michelle Connor, beide gingen zusammen in die Highschool und waren zusammen im Cheerleader-Team, schwärmte in einem Interview über Lindsay, sie ist wohl die eine Mutter, die man selbst gerne sein würde. Also das bestätigt ja nur noch das, was wir zuvor gehört haben vom Bekanntenkreis, dass Lindsay wohl sehr, sehr, sehr fürsorglich war. Doch leider trügt der Schein, denn Lindsay litt nach der Geburt von Kellen an einer Wochenbettdepression, was gar nicht mal so selten ist. In der Regel, so wie ich es im Internet jetzt herauslesen konnte, verschwindet diese eigentlich von selbst. Leider litt sie zusätzlich noch an Angstzuständen. Da Lindsay selber Krankenschwester ist, weiß sie genau, wie man mit solchen psychischen Problemen umzugehen hat und sie hat sich direkt an einen Arzt gewendet. Dieser hat ihr wohl angeblich bis zu 13 Medikamente pro Tag verschrieben. Das hört sich auf jeden Fall sehr viel an, aber ich glaube, dazu kann ich leider nichts sagen. Ich bin da nicht gelehrt, nicht geschult, gar nichts, ob es jetzt normal ist oder nicht. Im Herbst letzten Jahres postete sie auf Social Media, dass sie wohl negative Wirkungen von der ganzen Medikation habe. Daraufhin hat sie nur, ja, Hate-Kommentare erhalten. Sätze wie, du solltest glücklich sein, du hast ja jetzt ein neues Baby, erreichten sie. Und an dieser Stelle würde ich gerne sagen, dass das absolut gar nicht klar geht, sowas jemandem zu schreiben, der sich gerade in einer kritischen psychischen Lage befindet, denn man weiß nie, was in den Menschen vorgeht und da sollten wir alle ein bisschen rücksichtsvoller sein. Wochen und Monate vergingen und Lindsay fühlte sich immer noch nicht gesund. Sie fühlte sich immer noch einsam und als sie merkte, dass es trotz Medikamente, trotz psychischer Behandlungen nicht vorangeht, meldete sie sich nochmal beim Arzt, der sie in eine psychische Einrichtung überwiesen hatte. Dort blieb sie auch circa 5 Tage, bevor sie dann wieder nach Hause zurückkehrte. 2 Wochen später schickte sie Patrick Clancy, ihren Ehemann, raus, um ein paar Besorgungen zu erledigen. Hierbei wird jetzt nicht genau ins Detail gegangen, was er genau tun sollte.
So ging Patrick Clancy am 25. Januar diesen Jahres raus, um seiner Frau zu helfen, um die Besorgungen zu erledigen. Er wusste nämlich, sie bräuchte Unterstützung. Als er jedoch wieder zurückkehrte, fand er Lindsay Clancy auf dem Boden liegend im Garten. Sie hatte Verletzungen am Hals und an den Handgelenken. Außerdem konnte sie sich nicht bewegen, sie war noch ansprechbar. Er hatte sich totale Sorgen gemacht und fragte direkt nach den Kindern, wo diese sind, und sie antwortete im Keller. Patrick lief sofort zum Keller und fand da seine drei Kinder, Cora, Dawson und Kellen, bewusstlos mit dem Kopf nach unten auf dem Boden liegend. Keines der Kinder war mehr ansprechbar. Alle drei Kinder hatten auch ein Trainingsband um den Hals, und daraufhin verständigte Patrick sofort den Notruf. Lindsay Clancy und ihre drei Kinder wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Ja, für Cora und Dawson kam jede Hilfe zu spät. Die wurden zu Tode stranguliert mit den Trainingsbändern und Kellen schwebte zu der Zeit in Lebensgefahr. Lindsay ist von der Taille abwärts gelähmt, sie kann nicht mehr laufen und hatte, wie gesagt, am Hals und an den Handgelenken Verletzungen, die wohl aussahen wie Schnitte. Was zu dem Zeitpunkt passiert ist, wusste noch keiner. Kellen, der noch in Lebensgefahr schwebte, der jüngste Sohn, wurde auch stranguliert mit einem Trainingsband. Und ja, alle hatten nur Fragezeichen im Kopf. Keiner konnte sich erklären, was passiert ist. Bis sich dann herausstellte, dass Lindsay Clancy ihre Kinder in den Keller gelockt hatte, um sie dort zu strangulieren bzw. zu töten. Danach ist Lindsay Clancy wahrscheinlich ins zweite Stockwerk gegangen, um von dort aus dem Fenster zu springen. Zuvor hatte sie sich in den Hals geschnitten und in die Handgelenke. Wahrscheinlich hat sie versucht, sich dort das Leben zu nehmen. Noch am selben Tag wird Lindsay Clancy wegen versuchten Mord an ihren Kindern verhaftet. Der genaue Tatbestand lautet wie folgt: zweifacher Mord, 3 Anklagepunkte wegen Strangulation, 3 Fälle von Körperverletzung plus Körperverletzung mit gefährlicher Waffe, das sind dann die Trainingsbänder. Ja, der jüngste Sohn Kellen verstarb 3 Tage später im Krankenhaus. Allerdings richtet Patrick Clancy folgende Wörter an die Öffentlichkeit und appelliert damit an diese: Bitte verzeiht meiner Frau, denn auch ich habe ihr verziehen. Ich möchte hier an dieser Stelle auf jeden Fall keine Fake News verbreiten. Das sind wirklich nur Informationen, die ich so aus dem Internet entnehmen konnte. Was ich noch herauslesen konnte, ist, dass wohl Lindsay Clancy mittlerweile sich dazu geäußert hatte, dass dies wohl alles so passiert ist. Sie hat sich versucht, das Leben selbst zu nehmen und hat ihre drei Kinder getötet. Allerdings plädiert sie darauf, dass es wohl die Schuld sei von den Medikamenten, da sie ja zuvor schon von negativen Wirkungen berichtet hatte. Der nächste Gerichtstermin ist der 2. Mai. Ja, ich bin sehr gespannt, wie der verlaufen wird und werde das auf jeden Fall privat noch weiter verfolgen, denn ich möchte hier keinem was unterstellen. Es ist noch nichts Handfestes, was an Informationen an die Öffentlichkeit geraten. Das sind alles nur Vermutungen, Spekulationen, und dementsprechend würde ich euch bitten, dass ihr in den Kommentaren sehr vorsichtig Sachen formuliert. Und ja, ansonsten würde ich gerne eure Meinung zu diesem Fall wissen. Und falls ihr weitere Fälle oder Ideen habt, zu denen ich ein Video drehen könnte, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich darüber super freuen. Und ja, ich verspreche euch, dass ich beim nächsten Video Softboxen haben werde, damit es nicht so dunkel ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Und ja, bis zum nächsten Mal.